Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es... Stopp mal. Das ist nicht so ein komischer Beauty-Kanal hier. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Keine Offensive gegen die ganzen Beauty-Channels, aber Spaß muss auch sein. In dem heutigen Video geht es wieder, wie ihr schon im Titel sehen könnt, um einen Tag. Ich wurde wieder von Kentin, meinem alten Bekannten, mein Kumpel, mein Seelenverwandter, nominiert. Und ja, heute geht es um ein Entweder-Oder-Tag. Das Prinzip ist relativ einfach. Ich habe hier eine Liste von Dingen. Es sind immer zwei Dinge. Und ich muss mich dann eben für eins entscheiden, was mir lieber ist. Und ja, das war's aber auch schon. Mehr gibt es da auch nichts zu sagen. Und ja, lasst uns jetzt mal loslegen. So, kommen wir jetzt mal zur ersten Frage. Computer oder Laptop? Definitiv Laptop, weil ich relativ viel unterwegs bin und ja, so ein handlicher kleiner Laptop um einiges besser ist als so einen fetten Computer mit sich zu schleppen, wobei ich eh nie einen Computer mitschleppen würde. Und im Hintergrund klingelt das Telefon, was mich schon wieder... Ah, es hat aufgehört. McDonald's oder Burger King? Ich weiß jetzt gar nicht. Burger King. Ist besser. Deo-Roller oder Deo-Spray? Deo-Spray. Äpfel oder Erdbeeren? Oh, das ist schwer. Es kommt immer drauf an. Also im Sommer esse ich lieber Erdbeeren und Äpfel esse ich eigentlich auch. Aber das ist mehr so im ganzen Jahr verteilt. Hund oder Katze? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt alleine wohnen würde, dann würde ich mir eher einen Hund zulegen als eine Katze. Blond oder brünett? Eigentlich stehe ich persönlich mehr auf brünett als blond. Aber jetzt bloß jetzt nicht schreiben, du hast blonde, du magst nur Brünetten. Nee, es kommt auf das Gesamtpaket an. Also, wenn es ein schönes Mädchen ist, die blonde Haare hat, dass ihr steht und super schön aussieht, dann auch blond. Also da gibt es jetzt nicht unbedingt nur Brünett und nichts anderes. Süßes oder herzhaftes Essen? Als Hauptspeise herzhaft und als Nachtisch süß. Die nächste Frage ist, wo bin ich? Lego oder Playmobil? Lego. Nike oder Adidas? Adidas. Stopp. Nein. Nike. Sorry. iPhone oder Samsung? Nichts von beiden. Ich zurzeit habe ein Sony Xperia Z1, was ich immer noch von Deutschland mitgenommen habe. Und das hier ist zwar ein Samsung, das habe ich aber von der Familie gestellt bekommen. Party oder chillen? Kommt ganz drauf an, wie die Situation ist. Wenn ich nicht wirklich auf Partylaune bin, aber mich trotzdem mit Freunden treffen will und was machen will, dann chill ich lieber mit denen, als irgendwie in den Club zu fahren. Subway oder KFC? Eigentlich KFC, war aber irgendwie, seitdem ich hier bin, öfter im Subway. Ich weiß auch nicht wieso. Links- oder Rechtshänder? Rechts. Nein, das lassen wir jetzt lieber. Cola oder Fanta? Cola. Horror oder Liebesfilm? Horrorfilm. Ja. Nintendo oder PlayStation? Das ist schwer. Und zwar bin ich groß geworden mit einer Nintendo 64. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Leider ist die Nintendo dann nach ein paar Jährchen gestorben. Leider. Und ja, dann hatte ich eine PlayStation 2, war kurzzeitig auf Xbox, aber habe jetzt eine PlayStation 4. Also würde ich sagen, PlayStation. Canon oder Nikon? Canon. Kino oder DVDs? DVDs. Ich würde sagen Kino, weil man das dann früher sieht als eine DVD.
und ich das Ambiente schöner finde. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten oder Geburtstag? Ich glaube, ich sag Geburtstag. Ja, Geburtstag. Zocken oder Skaten? Also, wenn ihr mich jetzt noch vor ein paar Monaten gefragt hättet, dann definitiv zocken. Aber mittlerweile, seitdem ich das Longboard habe, würde ich sagen halb-halb. Also, ich zocke noch gerne, aber ich fahre auch gerne Longboard. Tag oder Nacht? Was soll das überhaupt heißen? Tag oder Nacht? Nachts geht man feiern oder schlafen oder kann man noch gemütlich zocken oder mit Freunden was machen und am Tag eigentlich genau dasselbe. Also da kann man sich nicht entscheiden, also da kann ich mich nicht entscheiden. Und dann. Beziehung oder Single? Kein Bock mehr auf die Scheiße. Disney oder Looney Tunes? Disney auf jeden Fall. Ich bin mit Disney groß geworden. Ich glaube, okay, nein. Übertrieben wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jeden Disney-Film gesehen, aber ich glaube, ich habe die meisten gesehen. Apple oder Microsoft? Microsoft. Und ich weiß, viele werden sagen, nee, Apple. Nein, Microsoft. Ich bleib treu. Baden oder duschen? Duschen. Ich habe nie immer so viel Zeit zum Baden. Da mache ich lieber doch was anderes. Schauen wir zum Beispiel sinnlose YouTube-Videos oder Filme oder Drehgerade, wie jetzt zum Beispiel. Batman oder Spider-Man? Auf jeden Fall Batman. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Ich würde sagen, dass ich wieder keinen Plan habe. Seitdem ich hier bin, bin ich auch relativ oft im Starbucks. Viel öfter als im Dunkin' Donut. Aber als ich in New York war mit einem Kumpel, mit dem ich Urlaub gemacht habe, waren wir eigentlich nur im Dunkin' Donut. Da haben wir uns eigentlich immer unser Frühstück geholt. Deswegen, aber wenn es jetzt heißt Dunkin' Donut oder Starbucks, dann würde ich sagen Starbucks. Gestylte Haare oder Mütze? Das ist schon wieder so ein komisches Wort, gestylt. Was meint ihr mit gestylt? Also wenn stylen mit Gel und mit Spray und allem drum und dran gemeint ist, dann Mütze. Wobei ich Mützen auch nicht trage, ich trage Caps. Scheiße. Ich trage Caps oder eben ganz normal zurückgekämmte Haare. Manga oder Comics? Ich würde sagen Comics. Und als allerletzte Frage, YouTube oder Fernsehen? Natürlich Fernsehen und vor allem RTL nicht. Natürlich YouTube. Genau dieses Ding hier. So, das war's jetzt mit meinem Entweder-Oder-Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Danke nochmal an die Nominierung, Kenton. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal mal ab. Habe ich unten verlinkt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr mehr davon sehen wollt, ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann bleibt ihr immer am Laufenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Fuck, ist das heiß hier.